schön, dass ihr da seid. Heute ein neues Video von mir. Heute geht es um ein Baby-Update. Arthur ist jetzt schon 6 Monate alt. Und ich fand es einfach eine schöne Idee. Ich wurde es ganz oft gefragt in den Kommentaren und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen. Und ja, ich finde es auch eine schöne Idee für mich. Wenn man sich das in 3 Jahren anschaut, dann, ja, dann ist das bestimmt echt schön zu sehen, was ich so sage, und ja, macht einem ja auch Spaß, die Videos immer anzugucken, die jetzt etwas älter sind. Arthur ist am 14. Januar 6 Monate alt geworden, und einerseits muss ich sagen, finde ich, ist die Zeit richtig schnell vergangen, und andererseits auch nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ihn schon ewig kenne und ich kann es mir auch gar nicht mehr so vorstellen ohne ihn, und andererseits habe ich das Gefühl, dass es alles so unwahr ist, ja. Ich habe das Gefühl, dass es gerade alles erst passiert, und also das ist irgendwie ganz komisch. Und es ist, ja, es ist wirklich komisch. Irgendwie finde ich es schnell und irgendwie unwirklich und irgendwie langsam. Und ich weiß nicht, könnt ihr mich verstehen? Also was ich zum Beispiel krass finde, ist, dass man sich jetzt schon nicht mehr so daran erinnern kann, wie es war, schwanger zu sein, ja. Ich habe mir letztens mit meinem Mann Gedanken darüber gemacht, über diese Zeit, über diese Schwangerschaft, und das kommt uns beiden so unwirklich vor, ja, dass ich so einen riesen Bauch hatte und ja, wie das war so in der Schwangerschaft, auch wie es so zu Hause war, das ist irgendwie alles so verschwommen. Dabei sind es erst 6 Monate. Und ja, das ist voll krass. Auch die Geburt kommt mir wirklich ewig vor. Und ich bin wirklich froh, dass ich einen Geburtsbericht gemacht habe. Ihr könnt euch den gerne mal anschauen, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Mir ist ja die Fruchtblase bei IKEA geplatzt. Und ich gucke mir heute meinen Geburtsbericht total gerne an. Und es sind wirklich nur 6 Monate her. Aber man vergisst wirklich sehr schnell. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe und gedreht habe. Und ja. Also die Schwangerschaft kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Man kann es sich gar nicht mehr vorstellen. Wenn man sich dann Fotos anschaut, dann sagt man so, wow, schau mal, wie ich aussah. Und ja, voll krass, wie schnell dann doch die Zeit vergangen ist. Und was ich auch noch lustig finde, ist, dass als ich schwanger war, dachte ich, oh Gott, ich bin schon 3 Jahre schwanger. Es soll jetzt endlich mal kommen, dieses Baby. Und ja. Aber gut, das, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber das ist bei mir irgendwie alles wirrer. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich Mama bin. Das ist irgendwie so komisch, weil mein altes Leben scheint mir gar noch nicht so lange her. Wie ich zur Arbeit gefahren bin, mit meinen Kollegen, Kaffee trinken, arbeiten. Ja, das vorige Leben. Ich meine, das habe ich 30 Jahre gelebt. Und das kommt mir einerseits auch sehr nah vor und irgendwie sehr fern. Gott, das ist irgendwie alles komisch irgendwie. Und ja, aber jetzt bin ich auf jeden Fall total im Mama-Leben angekommen, und trotzdem, wie gesagt, kann ich es gar nicht fassen, dass ich Mutter bin. Und mein Leben hat sich wirklich sehr krass verändert, ja. Also man ist wirklich rund um die Uhr mit dem Baby beschäftigt, man hat nur noch Babyzeug im Kopf, und alles dreht sich wirklich nur ums Kind, Familie, und ja, verrückt. Auf jeden Fall ist Arthur jetzt 6 Monate alt. Und er hat sich wirklich prächtig entwickelt. Wir hatten gestern die Untersuchung, also die U5. Und er ist mittlerweile 71 cm groß und wiegt 8 Kilo. Und ein paar zerquetschte. Und er ist also somit ein bisschen über der Norm, aber alles im grünen Bereich. Und er kann, wenn man ihn so hinsetzt, kann er das eigentlich schon richtig gut. Wenn man ihn aufstellt, kann er sich wirklich mit den Beinen schon stützen. Aber man soll das eigentlich gar nicht machen, weil das auf die Wirbelsäule geht. Also sitzen alleine kann er noch nicht und stehen natürlich auch nicht. Aber er hat auf jeden Fall Kraft in den Beinen, sich aufzustellen, wenn man ihn an den Arm nimmt. Den Kopf hält er schon richtig gut. Und was er auch kann, er kann sich vom Rücken auf den Bauch drehen und vom Bauch wieder auf den Rücken zurück. Und ja, also von daher ist alles im grünen Bereich. Und er kann auch schon richtig nach Dingen greifen, bewusst. Ja, wie alle Kinder, er steckt alles in den Mund, was geht. Und ist richtig aufgeweckt. Und also wirklich ein Prachtkerl. Wenn das Licht sich hier so verändert, dann ist das, weil einfach heute wunderbar die Sonne scheint. Und ja,
Deswegen ist es manchmal heller, manchmal dunkel. Was hat sich noch verändert? Ja, das Wickeln ist natürlich schwieriger geworden. Also ich muss sagen, wir haben auf unserem Wickeltisch hinten diese Kinderzevers da. Also so Tücher halt, so eine Tuchbox. Und er dreht sich immer, sobald er auf diesem Wickeltisch liegt, zu dieser Box und zieht alle Papiere raus, steckt sie sich im Mund, was natürlich auch gefährlich sein kann, weil das natürlich dann abgeht. Also ich musste ihm schon einige Male was aus dem Mund holen. Dann nimmt er sich auch immer die Packung mit den Windeltüten. Wir haben nämlich keinen Mülleimer mit extra für Windeln, sondern wir haben uns dafür entschieden, diese kleinen Tüten zu nehmen und die Windel einmal reinzustecken und einen normalen Mülleimer zu benutzen. Und ja, das greift er immer. Und das Wickeln, ja, ist nicht mehr so einfach wie vorher. Und mittlerweile trägt er auch die Windelgröße 3, aber ich denke auch nicht mehr lange. Bald kommt wahrscheinlich die 4er dran. Und er trägt mittlerweile Größe, ja, 68 passt ihm immer noch, kommt immer auf den Hersteller drauf an. Manchmal sind die Sachen ja größer oder kleiner. Petit Bateau fällt zum Beispiel immer klein aus. Da zieht er, glaube ich, schon 12 Monate an. Aber ja, momentan bin ich natürlich nur am Kaufen 74 und 80. Und letzte Woche, also quasi eigentlich ziemlich genau an seinem 6-Monats-Tag, haben wir den Sportsitz ausgepackt. Das heißt, er sitzt jetzt im Sportsitz. Und ja, natürlich nicht ganz in der Sitzposition, sondern er liegt etwas. Und man soll sie ja noch nicht aufrecht sitzen, wenn sie es noch nicht selber können. Aber er liegt da quasi drin. Hallo, Arthur. Wir haben darauf natürlich auch geachtet beim Kauf vom Kinderwagen, dass man die Liegeposition machen kann. Auch schon, weil irgendwann mal, wenn er Mittagsschläfchen machen muss oder ich unterwegs bin, dann kann man ihn, auch wenn er sitzen kann, irgendwann kann man ihn wunderbar nach hinten nehmen, sodass er schlafen kann. Was gibt's noch zu sagen, Arthur, über dich, hä? Natürlich ist er auch richtig schwer geworden. Also ich muss schon sagen, ich kann ihn gar nicht mehr so lange tragen, weil er einfach richtig schwer wird. Sogar mein Mann kann es nicht mehr so lange, weil das geht echt auf die Arme. Und ja, da fragt man sich ja, wie das wird, wenn er 2 Jahre alt ist. Was noch richtig schwierig geworden ist, ist ihn zu baden. Und zwar, wir haben leider in unserer Wohnung keine Badewanne, finde ich voll schade. Aber ja, deswegen haben wir so eine Wanne gekauft, die man zusammenklappen kann. Die ist dann immer sehr gut verstaubar. Ich finde so eine riesen Wanne, die man nicht zuklappen kann, dann immer irgendwie nicht sehr schön, auch optisch meine ich. Und ja, diese Badewanne klappen wir dann immer aus, füllen Wasser rein, die stelle ich immer auf die Waschmaschine. Und dann wird er da drin gebadet. Und mittlerweile ist es wirklich eine Herausforderung, weil er strampelt wie verrückt und macht so mit den Armen und dann spritzt das ganze Wasser überall hin. Also das ist alleine, ich habe ihn heute Morgen gebadet und es ist alleine wirklich ja, schwierig in dem Sinne, dass einfach alles nass ist. Und er planscht wie verrückt, was natürlich irgendwie auch gut ist, weil er so aktiv ist. Aber ja, ich glaube, mein Mann und ich müssen da eine Lösung finden, dass wir das irgendwie zu zweit machen. Also wir baden ihn momentan 2-mal pro Woche. Vielleicht machen wir das einmal in der Woche abends zusammen und einmal am Wochenende. Weil wie gesagt, ich habe es heute mal alleine gemacht und es ist echt schwierig. Ja, was gibt es denn noch als Update, was ich euch geben könnte? Arthur hat schon einen Pass, den haben wir aber auch schon machen lassen in der 8. Woche oder so. Oder in der 6. Woche sind wir da auf die Gemeinde gegangen und haben den Pass ausstellen lassen. Und ja, war eine ganz einfache Sache. Und ja, wir sind letzte Woche auch geflogen und zwar nach Genf. Wir haben ein Chalet dort gemietet, weil meine Mama Geburtstag hatte mit der ganzen Familie. Und somit sind wir zum ersten Mal geflogen mit dem Kleinen. Es hat alles gut geklappt. Ich habe mir mega Sorgen darum gemacht, wie das funktioniert. Habe mir etliche Seiten durchgelesen. Wie macht man das mit dem Wasser bei dem Zoll, wenn man da vorbeigeht? Ich brauche ja Wasser, heißes Wasser auch für die Flasche. Und wie geht das mit dem Kinderwagen? Also man macht sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken. Ich kann euch auch ein extra Video drehen, wie wir das genau gemacht haben, wenn es euch interessiert. Vielleicht googelt ihr auch wie verrückt und vielleicht kann ich euch da ein bisschen Licht in die Schoße bringen. Also gerne unten kommentieren, wenn ihr wollt.
Unser Alltag ist natürlich auch immer sehr bunt. Ich versuche natürlich so viel wie möglich mit ihm rauszugehen, weil ich habe ja schon mal ein Video darüber gedreht, Langeweile in der Elternzeit. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, ich verlinke es euch mal in die Infobox. Langeweile in der Elternzeit nicht deswegen, weil man nichts zu tun hat, sondern weil einfach so ein Tag sehr lang wird mit so einem Kind, weil es ist aktiv, das muss was sehen, was machen und den ganzen Tag so zu Hause. Man kann ja als Mama nicht den ganzen Tag das Kind auf dem Schoß haben und Babygeräusche machen und ihn zum Lachen bringen. Das ist einfach, auch anstrengend. Deswegen versuche ich auf jeden Fall mich ganz oft mit Mädels zu treffen, die auch Mamis sind und in Kurse zu gehen, mit ihm schwimmen zu gehen und einkaufen zu gehen. Das macht mir sehr viel Spaß. Also Klamotten einkaufen, ja, kann man jetzt nicht wirklich, weil man nichts anprobieren kann. Aber Klamotten für ihn zu kaufen oder ich gehe, wenn ich einkaufen gehe, dann kaufe ich halt nicht einen riesen Einkauf ein, sondern gehe jeden Tag ein bisschen einkaufen. Das, dann kann ich nämlich auch raus. Und so viel wie möglich mit ihm halt zu unternehmen. Also man muss schon gucken, dass man mit ihm rausgeht und ich gehe auch gerne spazieren und das tut ihm gut und mir natürlich auch. Ansonsten kann der Kleine auch schon richtig gut lachen. Es muss schon wirklich was Witziges sein, damit er lacht, aber dieses Kinderlachen, wie man das immer so kennt, so, dieses Glucksen, also das ist jetzt gerade da und es macht so viel Spaß, mit ihm zu lachen. Aber wie gesagt, man muss sich wirklich was Lustiges einfallen lassen, weil er findet auch nicht alles lustig. Wir haben natürlich auch schon mit dem Brei begonnen, also mit der Beikosteinführung, eigentlich schon sehr früh. Dazu kann ich euch aber auch ein extra Video drehen, wenn ihr das wollt. Er kriegt momentan den Mittagsbrei, den isst er sehr gut. Er kriegt den Abendbrei und ich bin gerade dabei einzuführen den Morgensbrei, sodass wir quasi langsam peu à peu von der Flasche wegkommen. Aber Flasche gibt es ja trotzdem morgens und abends immer noch. Aber momentan kriegt er 2 bis 3 Breis am Tag und es klappt wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr wollt, mache ich darüber gerne auch ein Video. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder mit meinem Video, mit dem 6-Monats-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne diesen Kanal. Es gibt hier jeden Donnerstag ein neues Video. Abonniert auch gerne meinen Kochkanal. Dort gibt es jeden Montag ein neues Video. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine ganz tolle Woche und hoffentlich sehen wir uns hier bald wieder.